Aber welchen hat er denn getroffen? Hat er den roten oben reingetroffen bei der 20? Nee. Er hat links oben und ich glaube, das war die 2 oder die 5. Ja. Nein. Was? Ja, geil. Wie du da drinne sitzt und mit dem Finger wackelst. Ich habe wenigstens einen Schalldämpfer, dann hören sie nicht, von wo ich schieße. Das bringt's. Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde der digitalen Unterhaltung, zu einer neuen Folge von GTA Online mit dem guten Sergeant Max und zweien aus der Crew, die mit dabei sind, der gute Eike, der gelbe Spinnissel und... Eike ist nicht aus unserer Crew, der ist aus der Sellen-Crew, keine Ahnung, was Sellen heißen soll. Man kann in mehreren Crews gleichzeitig sein, Max. Und aber ich weiß, dass aber dann Eike... eine an, oder? Ja, du kannst immer nur eine anzeigen, also du kannst ja in mehreren gleichzeitig segeln, hört sich an, als wäre irgendjemand so besoffen und würde segeln sagen. So, lass uns mal eine Runde segeln gehen. Segeln. Ich bin in der Army und ich gehe segeln. Und bei dir ist schwierig. Ich bin in der Begräbnisfeier. Na gut. Schleicht euch beim Vagusbegräbnis ein. Genau. Wir spielen nämlich jetzt die Begräbnisfeier. Schalte sie Gangmitglieder aus und klaut den Stoff. Klingt so mega lame irgendwie. Okay, bin mal gespannt. Alles klar? Ja, aber sowas von. Sitzung wird gestartet. Wieso Sitzung klingt das lame? Du bist gemein. Nee, ich sag nicht, das. Oh, Fab, das meine ich nicht. Ich meine, die Mission an sich klingt irgendwie lame. Ach so! Einfach nur hingehen und Stoff klauen. So. Ja, geht mal dahin. Das ist okay, immer die typische nice. Von A nach B und was besorgen wir wieder zurück. Trauer, Nachtwache, Respekt. Ich nehme mal Grab. Oh, Grab ist nice. Nachtwache ist geil. Ich nehme das Grab. Das Grab. Ich nehme Nachtwache. Das finde ich gut. Ich bin bereit. I like it. I like that. Ich halte dann. Nachtwache. So, 20 Sekunden habt ihr noch. Zeit. Wegzoomen. Übrigens, Max hat mich gezwungen, auf schwer zu stellen. Wieso haben wir den Klamotten jetzt nicht an? Egal, jetzt gibt's hier erstmal eine schöne Cutscene, Alter, mit so ein paar Hinterwäldern hier. Wie du da auch stehst, Alter. Ich bin in der Kneipe. Ich habe die Kneipe mal in Brand gesetzt, ne? Aber vorher habe ich die Barfrau ein bisschen gehauen. Entschuldigung. Ach nix, finde ich gut. Come on, dog shit. Slow dragon, bring your ass on. Hey, look here, according to this online course, isn't weird. Nothing says leadership material better than taking opportunities, right? So what better opportunities we got to put the Vagos out of business Vagos. Than to go shoot up the funeral of the boy little Al that y'all killed in the drive-by? Yeah, I know it's distasteful and very, very, very early 90s-ish, but... Voll getroffen, muss man ja sagen. And that's what I'm about. Aber so richtig. Was hat er getroffen? Die drei? Man, we don't do modern here, my nigga. We like shit the way it was. Old-fashioned gangster shit. Aber welchen hat er denn getroffen? Hat er den roten oben reingetroffen bei der 20? Nee. Er hat links oben und ich glaube, das war die 2 oder die 5. Oder die 3. Deine Lache ist auch so richtig lame, oder? Wah. You love that shit. And you part of it. So y'all get dressed and I'ma hit you in a minute. Good luck, my nigga. But y'all don't need that though, cause y'all down with LD. Ha ha! Move it! Ach, Lama, ey. Der Typ, Alter. Der hat doch so gelitten in seinem Leben. Der hat richtig gelitten. Also das Outfit. Wer ist denn das mit diesem bemalten Outfit? Das ist richtig geil. Dem bemalten Outfit? Ja, mit dem Hut und dieser bemalten Fresse. Achso, keine Ahnung. Bestimmt ist das Eike. Eike. Ja, das ist Eike. Eike hat ein richtig geiles. Ich nehme mein Tuning-Bus, ne? Macht Sinn, oder? Ist am unauffälligsten. Ist auch immer wichtig, so, oder? Ich nehme meinen Adder. Yo, Adder. Der steht hier. Achso, wir haben keine Teamleben. Ich wiederhole. Ja, kein Teamleben. Ist auch auf schwer gestellt. Dementsprechend, ich weiß eh, dass einer von uns vorher nochmal sterben wird. Ist auch egal. Ich hab meine Motorhaube verloren. Ich wiederhole nochmal, dass Max mich dazu ge. Wieso denn? Fährst du eigentlich bist lang? Du nicht, warum bist du nicht der Fan? Du spielst doch auf Level 300 fast, Alter. Wieso spielst du nicht jede Mission auf schwer? Verstehe ich gar nicht. Ich finde gar keinen Kick mehr. Wir wollen doch Kohle, Alter. Wir sind jung und dumm und brauchen so viel Geld wie möglich, Alter. Ich bin nicht mehr so jung und ich bin nicht so geldgierig. Nee, bist du nicht? Also es geht schon los, weil da irgendjemand schon hingedonnert ist und nicht auf uns warten konnte. Hallo, oh, hier kommen wir wieder mit dem Gepäck hier. Nice. Okay, ich hole mal meine Mikro-MP raus, Alter. Bin richtig geraged. Das war Ecke. Der legt schon los hier. Drive-by. Hier, wir können doch die Dings hochjagen, oder? Ja, du kannst probieren. Wobei, dann geht bestimmt irgendwas kaputt, was wir nicht hätten machen sollen oder so.
Nö, wir sollen die ja umbringen. Also Ziel der Mission war ja, sie umzubringen und nicht irgendwas zu holen. Was sollen wir doch mitnehmen von denen? Den Stoff klauen hieß es doch. Echt? Oh, ja, wir sollen unseren komischen Stoff klauen. Mach das, wer kommt. So, wo sind, da sind doch irgendwo zwei da vorne. Ja, da hinten. Eike rennt da voll rein, Alter, nice. Ich zeig dir nochmal kurz meine Karre, Alter, weil ich eh schon dabei bin. er ist dahinter. Nee, ist er dahinter. Hä, wo ist denn der? Ach, hier, okay. Ja, da. Eike hat sich schon drum gekümmert. Okay, er müsste jetzt das Zeug mitnehmen von den Typen, ne? Rein in den Wagen. Oder haben wir Glück gehabt, dass der Wagen nicht... Ach, wir müssen alle in den Trauerwagen. Nee, das können wir nicht. Achso, tatsächlich. Ja, okay. Steig in den Trauerwagen. Na gut. Na gut. So. Ich bin ein Beifahrer. Shotgun. Shotgun. Gib mal die Innere. So, jetzt müssen wir auf den Spinnissel noch warten. Für einen Move? Oh, jemand hat vergessen, Geld einzusammeln. Das liegt doch noch. Oh, ich würde nochmal aussteigen. Ich würde da echt nochmal aussteigen jetzt. Ich bin gar nicht geldgierig, nein. Ich brauche jetzt erstmal meine Kippe hier im Auge. Was willst du eigentlich, ne? Warte mal, Innenansicht. Genau, ist eine gute Idee. Was haben wir denn noch hier Schönes? Die Karre ist schon völlig kaputt. Ja, passiert, ja? Ne? Und so fahren wir jetzt auf ein Begräbnis. Nice. Was haben wir denn hier noch? Warte mal, langsames Klatschen, Daumen hoch, Nase bohren, winken. Wo sind denn die neuen Dinger hier? Auf keinen Fall. Das nehmen wir mal, das hier. Ja, kann er jetzt mal aufhören mit der Zigarette rauchen, Alter? Irgendwann ist auch gut. Folgt der Prozession zum Begräbnis. Ich könnte jetzt. Guck mal, er fährt da hinten rein, Alter. Vorsicht, bleib cool, Mann. Wir sollen ihn folgen. Easy. Achso, oh, dann nehme ich die Knarre mal runter wieder. Ich guck mir jetzt das von außen. Ich kann nicht schreiben. Kannst du schreiben? Ja. Kann nicht schreiben. Easy. Geht nicht. Ich hab easy geschrieben für dich. Er hört gar nicht auf zu rauchen, mein Typ. Was ist denn da los, ey? Eike hat vorhin geschrieben, Fab in der Kneipe, Smiley. Hier, auf keinen Fall. Guck mal. Hier. Was? Ja, geil. Wie du da drinnen sitzt und mit dem Finger wackelst. Kennst du den Film, leg den nicht mit Sohan an? Ja. Der dann auch immer mit seinem Bein irgendjemanden von hinten in die Fresse tritt und du weißt nicht, wo das Bein herkommt. Sag mal, was ist mit ihm hier los? Action gemacht gerade, ne? Irgendwie unsere Stoßstange ist ein bisschen longer. Das ist immer locker vorne. Oh, au, au, von mit dem Finger auf den Monitor gehauen, Alter. Nice, Hauptsache du sagst, das war ganz geil. Also, ein bisschen nice. Ich kann doch das Hühnchen machen hier sonst, pass auf. Oh, Ausflippen, was ist denn Ausflippen? Das ist bestimmt auch nice. Das ist ja, richtig verwirrend, Alter. Das ist richtig komisch. Was macht er denn da? Was ist das denn für ein Move? Der ist richtig komisch. Ihr Lamar labert uns wieder mit irgendwelchem Scheiß voll. Daumen an die Ohren. Das ist nice. Ey, wir haben Einschusslöcher in der Karre. Ja, Digga, von dem Kleinen. Das fällt auch gar nicht auf, wenn wir den so hinterher driven. Ja, wobei wir haben überhaupt extra, wobei wir haben auch extra mit die Karre dafür geklaut. Karre. Ja, aber ist nicht so schlimm. Parkt vor der Kirche. Hier rechts von diesen beiden Karren hier, die roten und gelben. Ja. Läuft bei denen. Folgt bleibe die unbewaffnet, damit die Varus dich nicht bemerken, bevor sie das Grab erreichen. Ja, nein, trotzdem ist mir scheißegal. Kann man einfach da durchsprinten oder was? Schau mal da. Ich kann nicht. Ich wusste gar nicht, dass hier eine Kirche ist. Doch, stimmt, diese Kirche kenne ich. Hier? Ja, ich glaube, im Offline-Modus kann man hier auch ein Teil einsammeln. Ein was so einsammeln? So ein Puzzleteil einsammeln, um. Wie langsam wir gehen. Um so alte Mordfälle aufzuklären. Ich glaube, das war hier. Hier bin ich mal mit dem Heli gelandet. Ist schon lange her. War noch auf der PS3. Na klar, Fab. Ich benutze den Weg, ne? Ich weiß ja nicht, was ihr macht. Ihr geht einfach durchs frisch geschnittene Gras, ne? Wie seid ihr denn drauf? Sweet, Alter. I like that. Aber ich sehe schick aus, außer dass ich überall so ein bisschen Blut habe überall. Aber sonst finde ich das eigentlich alles ganz cool, muss ich ganz ehrlich gestehen. Hi Max, ey, was machst du denn hier? Nix, ich stand hier so. Nice Klamotten, Dude. Ja, danke, Düse. Nice. Ich habe mir das Wort Düse irgendwie angedöhnt. Du hast ein bisschen Blut an der Seite. Ja, meine ich ja auch. Ich habe es mir angewöhnt, weil mein Handy immer als Autokorrektur Düse macht, anstatt Dude. They were soldiers. They were soldiers. All of them. Vagos for life. Vagos wie scheiße die alle aussehen mit den Hosenträgern. Aber die sehen original wie so eine Vatos Lockers Boys aus, ne? Ja, aber echt. Außer, dass der eine sich die Hose dermaßen hochgezogen hat, der links. Da siehst du den? Ja, das ist so 80er-Style irgendwie. Ich meine, der da unten, warum hockt denn der da? Als würde er so CSI-mäßig so, hier ist eine Leiche gefunden worden. Aber echt. Oh Mann. Fighters, Warriors, wir passen natürlich mit der Gesichtsschminke, passen natürlich gut da rein. Ja. Ich bin ja auch tätowiert, aber ich bin nicht so krass tätowiert. Ja. Also im Spiel. Nicht hier irgendwelche Gerüchte streuen. No homies! All that cocoa. I'm in love with the cocoa. Ja, aber echt.
Wieso habe ich nur eine Pistole? Ich auch, aber ich habe jetzt einfach rein, Alter. Bam, 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 bam. Ich habe richtig viele Kills gemacht, Alter. Oh, hier ist schon der nächste. Oh, fuck, 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 fack. Oh Gott. Okay, da okay. Sind viel mehr. Lauf ja, weg. Du musst weglaufen. Musst du in Deckung gehen. Deckung. Wie dumm war das denn? Weil, wie bescheuert man wird, ey, wenn der stirbt jetzt einer von denen, das wäre ungünstig. Ich habe wenigstens einen Schalldämpfer, dann hören sie nicht, von wo ich schieße. Das bringt's. Ganz ehrlich, Fab? Ja. Nee. Ja, ganz ehrlich, kannst du mich mal. Bam, Alter, gib erstmal den Move jetzt. Jetzt sehe ich nichts mehr, das ist natürlich ein Problem. Oh, ich bin viel zu weit weggelaufen. Wieso läuft denn meiner nicht jetzt? Das sind doch nur noch drei Dudes, da kann man ruhig mal reinpreschen. Jetzt hier machen wir den hier. Bam, 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 bam. So, ihn jetzt auch nochmal hier. Bam, 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 der ist schon tot. Mein Rang wurde erhöht. Ich bin jetzt ein Don. Bam, 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 bam. Das war ich ja noch nie. Bam, bam, bam. Also, das war jetzt ironisch gemeint. Ich habe meine Waffe wieder. Nice. Immer, jedes Mal, wenn sich mein Rang erhöht, bin ich immer wieder von neuem Don. Ich möchte fahren, Fab. Ich höre noch Schießerei. Oh, oh, wir haben ein Problem, dickes Problem. Wieso? Oh, ich habe mehr Waffen. Ich auch, mehr wir Waffen. Haben alle Waffen wieder jetzt. Nee, nicht ja, alle, aber nicht alle wir Waffen. Haben mehr. Bessere. Hier spawnen die Leute einfach willkürlich im Nichts. Was ist das denn? Die spawnen einfach vor mir. Das leckt richtig. Alter. Ey, das ist doch nicht fair. Irgendwas stimmt hier nicht. Ja, oh, ich sterb gleich. Ich sterb gleich. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hinterm Baum. Ja. Hinterm Baum. Was war das denn? Der war einfach vor mir. Da, krass. That was weird. Ja, irgendeiner von uns hat eine schlechte. Ja, ich muss auch kurz raggen. Okay, okay. Alter. Warte mal, wie geht denn das hier? Ah ja, Inventar. Accessory. Oh, fuck, jetzt habe ich verplant, in Dings hier zu gehen, ist doch egal. Snacks. Ist erstmal PSMQs. Okay, und dann Panzerung. So, diesmal fahre ich, Alter, das ist mir Wayne. Wieso habe ich so wenig Panzerung, Alter? Sag einfach, ja, ich komme ja. Ach, ich muss in den Leichenwagen einsteigen. In den weichen Wagen. Gelber Spinnissel ist schon wieder am. Kann er auch schön damit machen, ey. Ja, steig doch ein. Irgendwas, ey, das leckt dir richtig hart, ey. Ja, aber du sollst in den Leichenwagen einsteigen. Jetzt reicht doch, wenn einer da drin ist. Oder müssen wir alle einsteigen? Hat kurz geleckt bei mir, jetzt bin ich drin. Ja, passiert jetzt hier gerade irgendwas? Ich kann gar nichts machen. Okay. Bring den Leichenwagen zum Lieferpunkt, steht ich bei mir. Ich hänge hier fest, so, ich komme. Aber wir brauchen beide Leichenwagen, alles klar. Okay. Dann da kannst du einfahren. Ja, nehme ich den hier. Dann bin ich bei Eike mit drin und wo ist der andere Dude? Der hat's noch nicht mitbekommen. So, läuft bei ihm. Jetzt ist ja auch läuft egal, bei, aber jetzt ist der Weg mir angezeigt, ne? So, ganz ehrlich, da kann man ruhig mal so ein bisschen ragen hier so. Aber das hat ein gutes Handling eigentlich, die Karre, ne? Ich gehe mal in die Innenansicht. Gut. Also die Blumen ja, hinten finde ich schon mal nice. Ja, finde ich auch ganz schick. Ganz schick. Die Fenster sind bei mir schon wieder. Warum schießt denn der? Was soll das? Sind das Gegner? Ne, ich bin verwirrt. I am verwirrt. Ja, da kommen Gegner. Auf der Karte sind Gegner. Ich sehe Gegner. Okay, ich habe meine Knarre ausgewählt. Aber ihr beschützt uns, ne? Beziehungsweise du bist ja Beifahrer, ne? Kann das sein? Ja, aber nicht bei dir. Nee, schon klar, schon klar, schon klar. Ganz ehrlich, falls hier querbeet ein, ist mir ehrlich gesagt scheißegal. Ey, das leckt hier so des Todes, dass die Leute hier einfach neben mir spawnen und weiß ich nicht was. Das ist wie verwirrt. Oh, Digga, das ist, oh, ich hab meine Karre hat einen Überschlag gemacht, ich hab aber ganz übel. Ich bin viel schneller, wenn ich so fahre, als wenn ich über die Straße peze hier. Offroad-Leichenwagen. Ja, aber richtig, ey. Wie lange braucht ihr noch? Habt ihr noch Zeit, mir einen zu drehen, sagt er gerade, Alter. Ja klar, Mann. Ja klar. Schön über die Berge und so, das geht auch viel schneller, ey. Ich baller einfach nach hinten. Oh Gott. Ich hab oh, vor gemacht, mir, vor hart. Mir. Könnte jetzt definitiv ungünstig werden. Ich hab noch nichts getroffen bis jetzt. Warte mal, ich nehme einfach jetzt mal die Maus. Wir dann kann ich das erzielen. Überschlag gemacht. Boah, Alter, wie die schießen. Alter, wie ich fahr. Komm schon, du schaffst es. Yeah, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, okay. Sieht gut aus. Wo seid ihr? Wir brauchen noch 1 Kilometer. Uno Kilometre. Du, wie oder ihr, beziehungsweise ihr? 1,24. Ja, siehst du, hat sich voll gelohnt, über den Berg zu fahren. Auch wenn da vorne schon wieder die ganze Spackos stehen. Ja, wir sind auch gerade über den Berg, also. Oh Gott, einfach vorbei, Peter. Oh, Gott. Vor mir, hab vor mir. Bekommen, ey, hier sind richtig viele Gegner. Oh Gott, ist das ein Gegner hier? Ja, ich glaube schon. Oh Gott. Ich bin einfach an ihm vorbeigefahren. Okay, ich bin da. Also so gut wie. Zack. Ah, hier, guck mal. Nice. Okay, bin da. So, den Fahrer ausgeknipst von dem Wagen, der mich verfolgt hat. Nicht den Leichenwagen zum Lieferpunkt zu bringen. Okay, ihr kommt, ne? Ihr schafft das, oder? Ja, ich denke schon. Ja, man weiß nicht. Oh, ich hab Zivilisten getötet. Das tut mir aber leid. Er sieht voll aus hier gerade mit seinem Lowrider. Siehst du das? Ja, Eike. Ach, dann bin ich beim gelben Spinnissel in der Karre. Auch nicht schlecht. Willst du irgendwas machen? Nö. Das war's? Das war's schon. Nice. Das Vagos schon. Das Vagos schon. Boah, das war's schon.
Wie wir aussehen. Aber nee, irgendwas passiert jetzt noch. Ich glaube, wir müssen die Sachen noch irgendwo hinbringen. Diese Säcke da, die er meinte. Ja, Kokain, oder? Ja. Lots of eggs. Eggs. Motherfucking eggs. Bisschen eine Späne. Gangster shit, nigga. Na klar, Alter. Poetry, man. Was schlabert der eigentlich? Das frage ich mich die ganze Zeit. Was schlaberst du? Was schlaberst du? Aber ich finde, diese Schminke ist so geil. Total. Ich finde das cool. Das passt so geil zum Outfit. Guck dir mal das Outfit mit der Schminke an. Das ist voll cool. Was labert der eigentlich für die Scheiße? Echt? Wir haben es geschafft. Wir müssen gar nichts mehr machen. Nichts mehr. Aber Fettkohle. Guck mal, auf schwer, ja, Alter. Ganz ehrlich, da gibt es auch mal ein fettes, nicer Dicer, Alter. Das war ganz nice. Ja. Ich war nice. Das finde ich war nice. Auch. So, jetzt noch zum Abschluss ein bisschen feiern und dann biegen wir die Bananen. Das ist über den Heiß. Das erinnert mich ein bisschen an die Heiß, wo am Ende noch mal kurz gefeiert wurde, so, weißt du? Ja, ja, genau. Das war nice. Stimmt, stimmt. Im Hintergrund läuft gerade bei mir Daddy Cool, Alter. Daddy Cool! Bei mir läuft. Ah. Guck mal hier, fährt wieder am Telefon, so wie immer, Alter. Ja, nochmal. Na klar, Alter. Leute, wenn euch das gefallen hat, dann besucht auch den guten Sergeant Max, der mich immer abballern muss am Ende einer Mission. Und wir freuen uns auf euch. Schreibt uns was Nettes in die Kommentare, wenn euch das gefallen hat. Wenn euch danach beliebt. Tschüss, Leute. Wenn euch danach beliebt. Tschüss. Aber wo kriege ich gerade auf die Fresse? Ich weiß es gar nicht. Wahrscheinlich von den Jungs, weil du mich geplättet hast. Der gelbe Spinnissel hat mich gerecht. Das finde ich sehr nett.